Wie schön, dass sie heute bei uns ist und ihre Zeit mit uns teilen. Ist Ihnen vielleicht schon einmal das Wort Gnadenhof begegnet? Es ist ein Ort, der manchmal auch als Lebenshof oder Tierasyl bezeichnet wird. An diesem Ort werden Haustiere, Nutztiere oder Wildtiere für einen unbegrenzten Zeitraum versorgt. Das heißt, bis zu ihrem Tod. Im Gegensatz zu einem Tierheim. Das versucht, Tiere an Menschen weiter zu vermitteln, ist ein Gnadenhof das letzte Zuhause. Der Schriftsteller und Kleinbauer Christian Wagner, er lebte 1835 bis 1918, gewährte allen seinen Tieren auf seinem Hof das Gnadenbrot und kaufte zusätzlich weitere Tiere frei, um sie vor dem Schlachten zu retten. Er war wohl der Erste in Deutschland, der so einen Rettungsort gründete. Er war damit ein Mensch, der dafür bekannt war, Gnade zu üben. Wenn man sich das Wort Gnade ansieht, so lässt sich diese Beschreibung finden. Gnade ist im Althochdeutschen Ganada, Wohlwollen oder Gunst. Im Griechischen interessanterweise Charis, was uns an Charisma erinnert. Ein Mensch mit Charisma ist also ein gnädiger Mensch. Lateinisch gratia. Als theologischer Begriff bezeichnet Gnade die sich dem Menschen zuwendende Zuneigung Gottes. Aktiv, frei und absolut ungeschuldet. Sowie die Wirkung dieser Zuneigung, in der Gott sich dem Menschen selber mitteilt. Gnade. Das Wort begegnet uns wirklich nicht mehr oft. Viele Menschen bezeichnen Gott sogar als ungerecht. Das Wort Gnade mit Gott in den Zusammenhang zu bringen, fällt ihnen sehr schwer. Weil so viel Ungerechtigkeit, Härte, Leid, Trostlosigkeit und Ungnade auf dieser Welt herrschen. Doch wäre es möglich, dass unser Blick auf Gott in dieser Frage verstellt ist? Dass wir es einfach nicht besser wissen, weil wir ihn nicht kennen, ein Vorurteil haben. Dennoch erhoffen auch wir in unserem Leben in manchen Situationen Gnade. Zum Beispiel vom Richter, vom Lehrer. Im Streit erwarten wir sie von anderen. Vom Chef vielleicht, wenn wir Fehler machen. Von Freunden und von der Familie. Gnade für unsere Fehler oder für das, was wir können sollten und doch nicht schaffen. Gnade ist also ein Thema des Alltags. Und wenn es echte Gnade ist, also nicht ein Verhalten von jemandem, das uns als etwas Gönnerhaftes oder Überhebliches gebracht wird, dann tut sie gut. Ich möchte gerne mit Ihnen eine spannende Begebenheit betrachten, die uns ein Beispiel für Gnade zeigt. Ein besonders großartiges. Es ist nachzulesen in 2. Mose 19 und den folgenden Kapiteln. Als Gott nämlich die 10 Gebote an Mose übergab, was geschah damals? Mose kam von dem Berg Sinai mit den handgeschriebenen Kostbarkeiten herunter, mit den Tafeln, auf denen Gott die 10 Gebote geschrieben hat, mit seinem Finger. Sicher waren die Steinplatten etwas schwer und doch trug Mose sie bestimmt sehr, sehr gerne herab. Etwas, was direkt aus Gottes Hand kam. Wie wunderbar. Niemand vor ihm hatte etwas Derartiges in den Händen. Doch das Volk Israel hatte keine Geduld mehr gehabt, auf Mose zu warten. Denn er war viele Tage auf dem Berg in Gottes Gegenwart gewesen. Sie verfielen tatsächlich in den alten Götzendienst und bauten das goldene Kalb. Sie feierten ein Fest, um es anzubeten. Etwas, was sie mit ihren eigenen Mitteln erstellt und angefertigt hatten. Aus ihren Händen kam das Götzenbild, welches sie nun umtanzten. Sie beteten es an
und richteten ihre Bitten an ein Standbild aus Gold. Handmade. Unbegreiflich. Und doch so modern. Bis heute beten Menschen weltweit zu solchen Göttern. In einigen Filmen, bei einigen Veranstaltungen und an anderen Orten, wo wir gar keine Religion erwarten würden, sind solche goldenen oder andere Figuren zu sehen. Mose wurde in dieser Situation zornig darüber, was das Volk getan hatte, und ließ die zwei Tafeln am Berg zerschellen, weggeworfen aus Wut. Ein Werk Gottes, direkt aus seiner Hand. Wie wird Mose sich danach wohl gefühlt haben? Völlig am Boden. Er hatte das materiell Kostbarste zerstört, was es auf dieser Erde gab. Gottes Handschrift auf Stein. Und wie würde Gott wohl jetzt darauf reagieren? Jetzt war doch ein Donnerwetter zu erwarten. Nicht nur gegen das Volk, auch gegen Mose. So leichtfertig mit Gottes Geschenk umzugehen. Mit dem ewigen Gesetz, das die Menschen durch alle Zeiten begleiten sollte. War er aus einem, wenn auch berechtigten Anfall des Zornes so umgegangen, dass sie nun am Boden lagen, in Scherben? Erstaunlich. Gott entzieht sich Mose nicht. Er wendet sich nicht ab. Nach diesem Fehler kein strenges Wort an Mose. Im Gegenteil. Er hört sogar auf ihn, als Mose ihn um Gnade für dieses untreue Volk bittet. Mose blieb seinen Auftrag wirklich erhalten. Er sollte das Volk ins Land Kanaan führen. Was für eine Reaktion der Gnade. Gleich ganz zu Beginn der Geschichte Israels. Gott hat Mose hier eine grundlegende Lehre erteilt, nämlich darüber, wie er ist, wie er umgeht mit dem Menschen in Situationen, die ihn überfordern, den Menschen überfordern. Mose war eindeutig überfordert mit der Szene der Götzenanbetung, nachdem er eben gerade mit Gott selbst gesprochen hatte, seiner Heiligkeit und Schönheit, ja, seiner Zuwendung begegnet war. Denken Sie daran, wenn Sie sich das nächste Mal überfordert fühlen, es gibt Gnade. Denn dieser Gott ist gnädig. Kurz nachdem er die neu angefertigten Gesetzestafeln vom Berg herunterbringt, spricht Mose dann mit Gott und bittet ihn darum, dass er ihn sehen darf. Was für ein Vertrauen hatte Mose in Gott. Er fürchtet ihn, ohne Angst vor ihm zu haben. Darauf komme ich später nochmal zurück. Was für eine außerordentliche Situation. Ein Mensch hatte das innige, tiefe Bedürfnis, Gott zu sehen. Und Gott? Er sagt ihm, dass kein Mensch ihn sehen kann und am Leben bleiben wird. Aber er würde eine Ausnahme machen. Eine Auszeichnung für den Mann, der gerade die Gesetzestafeln weggeworfen hatte. Gott würde an Mose vorübergehen, wenn dieser sich in eine Felsnische stellt. Mich beeindruckt diese Idee zutiefst. Gott geht vorüber, erkennbar. Er sagt es dir. Und er spricht dabei zu Mose. Es ist das erste Mal, dass Gott sich einem Menschen auf diese Weise vorstellt, indem er selbst sein Wesen beschreibt. Abgesehen von dem Namen Ich bin, der ich bin, den er Mose nennt, als Gott ihm das erste Mal begegnet und ihn beauftragt, das Volk zu führen. Das war damals eine sehr knappe Beschreibung, die bis heute schwer zu verstehen ist und auch sehr geheimnisvoll klingt. Geradezu philosophisch. Und hier lesen wir jetzt, wie Gott sich selber beschreibt. Das können wir nachlesen in 2. Mose 34, Vers 6. 2. Mose 34, Vers 6.
Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus: Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausende Menschen bewahrt und vergibt Missetaten, Übertretung und Sünde. Gott spricht über sich selbst. Er beschreibt sein Wesen, barmherzig, gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und vergibt. Wow! Haben Sie es vielleicht bemerkt? In einem Satz kommt dreimal das Wort Gnade vor. In einem einzigen Satz, in dem er sein eigenes Wesen beschreibt. Niemand kann das von sich sagen. Kein Mensch. Nur Gott selbst. Und er will, dass Mose das weiß. Er will, dass Menschen es wissen. Er will, dass auch sie sein Wesen sehen. Und sein Wesen ist Gnade. Sind wir bereit, unsere Brillen abzusetzen, die unseren Blick auf Gott färben, trüben, verstellen? Vielleicht hat jemand anders uns auch diese Brille aufgesetzt. Wenn ich als Mensch darüber nachdenke, ob es einen Gott gibt, oder wenn ich schon denke, es gibt einen, ich kenne ihn aber nicht wirklich, ich weiß nichts über ihn, was frage ich mich dann? Meine Frage wäre auf jeden Fall, wenn du da bist, Gott, wirst du mich überhaupt wahrnehmen? Wenn ja, kann ich vor dir bestehen? Werde ich Gnade finden vor dir? Abraham formulierte es als Bitte. In 1. Mose 18, Vers 3 lesen wir es. Herr, wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, so gehe nicht an deinem Knecht vorüber. Wir wünschen uns einen gnädigen Gott. Und der nächste Wunsch ist dann, geh nicht an mir vorüber, Gott. So formulierte es Abraham. Wir möchten von ihm gesehen werden. Er soll uns beachten. Es liegt eine tiefe Sehnsucht in dieser Aussage. Denn der Mensch möchte gesehen werden. Aber von Gott? Bitte nur, wenn wir Gnade gefunden haben, oder? Doch daraus ergibt sich auch schon die nächste Frage. Wer erhält denn Gottes Gnade? Ich habe tatsächlich alle Texte, die es in der Bibel dazu gibt, gelesen. Und ich möchte das Ergebnis gerne mit Ihnen teilen. Zunächst antwortet Gott nämlich als souverän und stellt eines unmissverständlich klar. Das ist nachzulesen in 2. Mose 33, Vers 19. Er sagt, ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin. Damit steht eins fest, die Gnadenangelegenheit entscheidet alleine Gott. Keiner, weder Sie noch ich, haben dazu etwas zu sagen. Ja, das gilt es zu schlucken, denn er ist der Souverän. Wer erhält also Gnade? Das ist ja dann die zentrale Frage für uns. Und ich fasse die Aussagen der vielen Bibeltexte einmal für uns zusammen. Gott bewahrt seine Gnade denen, die ihn lieben, sagen die Texte. Das ist herrlich umfassend. Gott nimmt unsere Liebe zu ihm ernst, auch wenn sie noch schwach oder unvollkommen ist. Sie dürfen sich in ihrem Leben die Frage stellen, wie muss ein Gott sein, den ich lieben möchte und lieben kann? Gibt es diesen Gott? Und wo kann ich ihn finden? Er ist denen gnädig, die in Lauterkeit wandeln, heißt es. Also in Aufrichtigkeit leben. Denn Gott sieht das Herz, sagt er. Er kennt unsere wahren Motive, unser Streben, unseren Kampf um das Gute. Er sieht genau, wieso Dinge uns nicht gelingen oder warum wir
nicht angenehm reagieren. So wie bei Moses Überforderung beurteilt er auch unsere Möglichkeiten und unsere innere oder äußere Verfassung. Weiter heißt es, die Gnade gilt denen, die in ihrem Leben auf ihn vertrauen. Worauf setzen wir unser Vertrauen? Auf Menschen? Auf Politiker? Auf Ärzte? Auf uns selbst? Auf Geld, Versicherungen, Macht oder Religion? Er möchte, dass wir in unserem Leben ihn anbeten und sagen, ich vertraue dir. Du machst es gut für mich. Du kannst mich retten. Du bist ein gnädiger Gott. Ich möchte mit dir leben. Und du darfst der Chef sein, der Souverän. Denen gilt Gnade, die ihn fürchten. Dazu kommen wir später noch. Das ist ein interessantes Thema. Und Gnade gilt denen, die demütig sind. Demut heißt doch anzuerkennen, wer ich bin. Ein Mensch, nicht mehr und nicht weniger. Ich stehe nicht über anderen und ich stehe nicht unter ihnen. Ich stehe aber als Geschöpf unter Gott. Das ist mein Platz. Kann ich die Gerechtigkeit sehen, die sich darin zeigt, wenn dies doch für alle Menschen gilt? Ich bin nicht besser oder mehr wert als andere Menschen, aber ich bin auch nicht weniger wertvoll. Das ist eine große Erleichterung für uns. Und das hilft, manche Probleme zu lösen. Denen, die Gutes planen, gilt auch die Gnade Gottes. Das heißt, ihre Ziele sind gute Ziele, keine Ränkespiele, keine Manipulation, keine Machtspielchen, dem anderen zum Guten denken und handeln. Tatsache ist doch, das wollen nicht alle. Ja, denen, die seine Gnade im Glauben annehmen, wird auch Gnade zuteil, sagt uns die Bibel. Sie lehnen Gnade nicht ab, sind nicht zu stolz dafür, Gnade anzunehmen. Sie korrigieren falsche Gedanken, die ihnen sagen, du kannst nicht gerettet werden. Wir können gerettet werden, weil Gott es möchte. Das dürfen wir glauben. Wenn es uns schwerfällt, dann können wir es üben, indem wir es trainieren, so zu denken und die Bibel daraufhin zu studieren, ob es wirklich Gottes Absicht ist, gnädig zu sein. Denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren, gilt auch Gnade. Und heute heißt das für uns den Bund mit Jesus Christus, den er macht in der Taufe und in unserem Herzen auch einzugehen und die Bibel in ihren Aussagen und Lehren wirklich ernst zu nehmen. Bewahren sagt nicht, dass wir immer alles halten können, aber wir nehmen sein Wort ernst, wir halten es fest, wir richten uns danach aus. Ja, wir streben danach, entsprechend zu leben. Gnade denen, denen er sie erweisen will, so wie wir es vorhin gelesen haben, als Souverän. Dieser Aspekt kommt auch. Das klingt wirklich nach Hoffnung für uns. In Epheser 2, Vers 5 steht unmissverständlich, dass wir durch Gnade gerettet sind. In Römer 5, Vers 1 und 2 lesen wir, dass wir durch den Glauben Zugang zu dieser Gnade finden. Der Glaube ist ein zentraler Punkt. Bitten Sie um Glauben, wenn Sie nicht genug davon haben, und testen Sie, ob Gott auch Ihnen etwas geben möchte, wie Moses Gebet erhört wurde. Denn Gott ist gnädig. Wenn wir jedoch das Thema Gnade darauf reduzieren, wie wir gerettet werden können, dann ist das für mich, als loben wir bei einer wunderbaren Hochzeitstorte nur die Kirsche, die oben drauf sitzt, und ignorieren ansonsten die ganze wunderbare Torte. Gnade ist nicht ein Mittel zur Rettung. Sie ist Gottes Wesen.
denken wir doch größer in dieser Frage. Aber, es gibt ein Aber. Es wäre nicht recht, wenn ich den anderen Aspekt der Gnade nicht auch betrachten würde. Wir wollen doch die ganze Wahrheit, nicht nur die halbe, oder? Nur das gibt uns wirklich Sicherheit. Der Gedanke liegt nahe, es gibt nicht für alle Gnade. Auch hier möchte ich die Aussagen der Bibel gern für Sie zusammenfassen. Sie sagt uns, wenn ich anderen Göttern diene oder nachlaufe und ihn, Gott, damit ablehne und durch andere ersetze, wenn ich den Geist der Gnade schmähe und sage, seine Gnade reicht nicht für mich, ich bin zu schlecht, Gott ist nicht so. Wenn ich durch eigene Werke gerettet werden möchte, ja, wenn ich durch das Gesetz gerechtfertigt werden möchte, dann richtet auch das Gesetz über mich, nicht die Gnade, weil ich es so will. Dann sieht es schlecht aus für meine Rettung. Wenn ich Gnade in Ausschweifung verkehre, habe ich auch ein Problem. Das würde zum Beispiel bedeuten, ich verlasse mich darauf, dass ich eh für alles Vergebung bekomme. Ich lebe meine unguten Bestrebungen aus. Lass mich gehen. Lebe entgegen der Empfehlungen des Wortes Gottes und denke, naja, Gott muss ja vergeben. Wird schon klappen für mich. Wenn ich die Gnade also ungültig mache, ich entscheide, dass Gottes Gnade nicht genug ist. Ich lehne sie ab. Sie gilt vielleicht für andere, nicht für mich. Dann wird's schwierig. Dann trenne ich mich selbst von der Gnade, die Gott geben möchte. Für mich heißt das, hier stehen sich zwei Perspektiven gegenüber. Einmal die, bei der ich auf Vertrauen setze und Gnade als Geschenk Gottes betrachte, das er mir wirklich gern schenken möchte, auch indem ich ihn achte und seine Wünsche respektiere, mich frage, was möchte Gott von mir? Mich nach dem Guten aufstrecke und so leben möchte, indem ich seine Souveränität akzeptiere, Gnade als Wesen Gottes anerkenne und ihm vertraue. Die andere Variante, in der ich die Gnade verachte, steht dem gegenüber. Ich spreche ihm die Macht ab, zu entscheiden. Ich nehme nicht den Platz ein, der mir zusteht. Ich will selbst richten. Damit mache ich mich zur höchsten und letzten Instanz. Ich stehe mit diesem Mindset über Gott. Ich könnte auch meinen, dass ich, weil Gott gnädig ist, einfach ein Leben führen kann, in dem ich mich völlig auslebe. Die Sachen mache, die mir gefallen, mein Ego befriedige. Oder ich mache eben die Gnade zunichte, indem ich selbst der Maßstab bin, indem ich versuche, mir die Gnade zu erarbeiten. Ich will sie mir verdienen. Das Geschenk der Gnade mache ich damit ungültig, indem ich glaube, ich kann es ohne Gnade von Gott schaffen. Sie in Wahrheit von mir und meinem Verhalten abhängt. Das sind die Punkte, die mich aus dieser Gnade herausnehmen. Jetzt der Rückblick zu der Aussage der Bibel, dass Gott gnädig ist denen, die Gott fürchten. Dazu ein Wort von König David. In seinem Psalm 103 sagt er in Vers 11 etwas sehr Spannendes. Psalm 103, Vers 11. Da steht nämlich Folgendes. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Fürchten? In der Bibel begegnet uns der Begriff der Furcht des Herrn. Wenn Sie die Bibel daraufhin untersuchen, wird etwas sehr Überraschendes deutlich. Die Furcht des Herrn ist eine Art Sammelbegriff, unter dem sich eine Haltung verbirgt. Eine Haltung Gott gegenüber
und im Leben an sich. Es ist zu kurz gedacht, darunter Angst zu verstehen. Lassen Sie uns einige Bibeltexte dazu andenken. Psalm 19, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist rein, sie besteht in Ewigkeit. Hier kann es sich also definitiv nicht um das handeln, was wir einfach als Angst oder Ehrfurcht benennen könnten. Denn in der Ewigkeit wird es keine Angst mehr geben. In Sprüche 14, Vers 27 steht, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Also Furcht als Quelle des Lebens. Sprüche 14, Vers 26 steht, in der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen. Auch seine Kinder haben eine Zuflucht. In der Furcht liegt ein starkes Vertrauen. Hier sehen wir, dass es kein Angstzustand sein kann, um den es geht. Denn Angst und Vertrauen stehen sich doch gegenüber. Im Gegenteil, hier steht Zuflucht in Aussicht, wenn wir in dieser Furcht des Herrn leben. Nicht nur ein Vertrauen im Mittelmaß, nein, ein starkes Vertrauen. Wie können wir das veranschaulichen? Ich finde, es ist ähnlich wie mit dem Wort cool. Wenn Sie es sagen, meinen Sie fast nie, etwas wäre kühl oder hier wäre es kühl. Gegenwärtig wird der Begriff Coolness im Englischen für eine allgemein bewundernswerte Ästhetik der Einstellung, des Verhaltens, des Auftretens oder Aussehens oder Stils verwendet. Das Wort bedeutet eine Spannbreite an möglichen Aussagen. Etwas ist zu bewundern. Cool. Etwas gefällt mir richtig gut. Cool. Fulminant bis bombastisch. Oder es heißt sogar, da ist etwas, das ich noch überdenken möchte und schon davon beeindruckt bin. Vieles kann damit gesagt werden. Viele Möglichkeiten verbergen sich in der Anwendung dieses Wortes. Anerkennung und Respekt kann sich genauso darin äußern, genauso wie das Empfinden, das hätte ich nicht gekonnt. Oder darüber, wie ich das bewerten werde, will ich erst nochmal nachdenken. So ist es mit dem Begriff der Furcht des Herrn. Sie bedeutet unter anderem, Gott ernst zu nehmen, im Leben das Böse zu meiden, indem ich nicht absichtlich danach suche. Sie beschreibt meinen Umgang mit Geld und anderen Menschen. Sie hat viel mit Weisheit und Erkenntnis zu tun. Wissen Sie, ich habe einmal ein Bild erlebt als junger Mensch, das mir Gnade beigebracht hat. Ich hörte nebenan meinen Bruder, wie er sich im Bett drehte, wie er nicht zur Ruhe fand. Die Wände in unserem Zimmer waren sehr dünn und auch ich schlief sehr schlecht. Morgens, als ich erwachte, hörte ich, wie mein Vater an das Küchenfenster ging. Er schaute gerne morgens aus dem Fenster, um auf seinen nagelneuen Wagen zu schauen. Und dieses Mal hatten wir, mein Bruder und ich, etwas Angst vor diesem Moment. Denn am Abend zuvor hatten wir uns seinen nagelneuen Wagen ausgeliehen, um damit ein wenig um die Häuser zu ziehen. Wir wollten ein wenig Spaß haben. Ja, ich hörte ihn und ich hielt die Luft an und schwang meine Beine aus dem Bett. Mein Bruder stand ebenfalls auf. Die Haustür ging auf und zu. Wir hatten uns den Wagen am Vorabend nämlich ja von ihm ausgeliehen. Und beim Einparken hatte mein Bruder etwas zu knapp kalkuliert. Und rums, da war es geschehen. Er hatte einen Schaden verursacht. In der Küche begegneten wir uns. Na, sagte mein Vater, was war los? Mein Bruder erzählte, was passiert war. Mein Vater entgegnete, und habt ihr dann trotzdem noch Spaß gehabt? Nein, wir waren sofort nach Hause gefahren. Uns war die gute Laune total vergangen. Ach, hättet ihr dann ja auch noch bleiben können, sagte er. Wir staunten. Wir trauten unseren Ohren nicht. Dazu muss man wissen, dass unser Vater durchaus ärgerlich werden konnte. Wir hatten erwartet, dass er sehr sauer sein würde. Was wir stattdessen erlebten, war Gnade, Verständnis, dass so etwas passieren konnte. Und das mit einem nagelneuen Auto.
Unser Tag war gerettet und wir hatten etwas über unseren Vater gelernt. Gnade. Das hat mich auch geprägt. Lassen Sie uns lernen, Gnade anzunehmen und Gnade walten zu lassen. Üben Sie die Gnade. Fragen Sie sich in Situationen, könnte ich hier vielleicht auch mal mit Gnade reagieren, statt mit Zorn, eingeschnappt sein, weiterstreiten? So folgen wir dem Beispiel Jesu, der uns dieses Wesen Gottes auf Erden mitteilte. Und wenn ich dann lese, was Paulus in 1. Korinther 15, Vers 10 sagt, dann kann ich voller Dankbarkeit zustimmen. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Nicht nur als Persönlichkeit, als Mensch, auch als Kind Gottes. Als jemand, der eines Tages bei der Wiederkehr von Jesus auferstehen darf zu ewigem Leben, unverdient, dann werden wir alle unseren Gnadenhof finden. Ein Zuhause ohne Zeitlimit. Danke, Gott.